Moin, Montalo, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, einem neuen Spiel, einem neuen Let's Play. Und zwar ist es Bernd, das Brot und die Unmöglichen. Ach Mist. Ach, Mist. Ich bin gespannt. Und zwar mit Bernd, mit Was sie in Briegel Erfahrung bringen. und mit Chili. Und wir werden mal sehen, was wir hier so alles erreichen können. Muss leider sagen, ich habe schon ein bisschen gespielt, denn bei den ersten Aufnahmen sind mir irgendwie, da waren die, war der Sound irgendwie asynchron und so war alles nicht so schön und deswegen habe ich mir gedacht, Terror, habe mir gedacht, mache ich das nochmal. Und deswegen weiß ich ja die ersten Sachen schon, wie das zu lösen ist, aber trotzdem. Wo bin ich? Warum bin ich hier? Und wer bin ich? Keine Ahnung, oder? Du weißt, wer ich bin und hast trotzdem dieses alberne Spiel gekauft? Dann weißt du ja auch, dass ich am liebsten meine Raufasertapete anstarre. Oder Anscheinend. dieses wunderschöne, gleichmäßige und langweilige Weiß. Trotzdem habe ich keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Eigentlich ganz nett hier. Schön langweilig. Na dann. Bernd? Wer bist du? Der Schöpfer. Dann würde ich mich gerne beschweren. Wegen den kurzen Armen. Tja. Wir sind die Entwickler des Spiels. Ihr seid zu mehreren? Und dann habt ihr nur ein deprimiertes Kastenbrot in einem weißen Raum hingekriegt? Anscheinend. Ja. Und du bist bewusstlos. Ich bin. Genau. Deshalb bist du in diesem weißen Raum. Aber weshalb bin ich bewusstlos? Tja, das gilt es herauszufinden. Viel Spaß. Hey, wartet mal. Wie soll ich... Hä? Was ist das? Ein Bild von einem Schaf? Ein Foto von einem Schaf? Ich erinnere mich an dieses verrückte Schaf. Es heißt Chili. Chili, das Schaf. Aber da war noch jemand in meinem Leben. Ein Foto von einem Busch? Richtig. Der verrückte Busch namens Briegel. Aber was verbindet mich mit dem Schaf und dem Busch? Na, schau mal. Ein Album. Erinnerungsfotoalbum. Okay. Ein Nehmen. Erinnerungsfotoalbum. Ohne Fotos. Auch schön. Sinnvoll. Das kann man ändern. Vielleicht sollte ich mal Fotos einkleben. Zum Beispiel. So und so. Und dann schau mal an. Ich erinnere mich. Wir wohnen zusammen. Ja. Das Schaf macht gerne Stunts, was nicht heißt, dass es gut darin ist. Der Busch erfindet gerne Sachen. Und seine Erfindungen explodieren gerne. Okay. Und ich frage mich gerade, ob ich gerne mit ihnen zusammenwohne. Das ist die Frage. Aber warum mache ich das bloß alles mit euch beiden Verrückten? Weil wir Freunde sind, Berndi. Ach, Was Berndi. ist das? Emotionaler Kitschiknampf. Ja, Kitschiknampf. Emotionaler Kitschiknampf. Emotionaler Kitschiknampf. Ich soll diesen emotionalen Kitschiknampf nehmen? Ja. Kommt gar nicht in Frage. Doch. Bernd? Ihr schon wieder? Nimm mal die Herzen. Warum sollte ich das tun? Weil wir dich zwingen können. Ganz einfach. Was? Mist. Bernd? Mist. Zieh mal das Symbol auf deine Freunde. Niemals. Die beiden sind absolute Nervensägen. Und das ist noch geschmeichelt. Spieler? Du, vor dem Monitor. Zieh doch mal das Symbol auf einen von Bernds Freunden. Freunden? Okay. Schaf, Busch. Ich werde gezwungen, euch eine positive Emotion entgegenzubringen. Das ist wirklich bekloppt. Genauso bekloppt wie die Idee mit den Superhelden. Die Erinnerung kommt zurück. Und es ist keine schöne Erinnerung. Das Schaf und der Busch hatten die ach so lustige Idee, Superhelden zu spielen und Verbrechen zu bekämpfen. Mist. Schau doch mal. Immer wenn das Verbrechen in der Stadt wütet,
Schlägt das Prime-Detektor-Spotlight 3000 Alarm und ruft Chief Majors. Nachtkampf als Fassadenakrobaten und schlau wie ein Schaf. Eigentlich Chief wie das Schaf, aber das darf keiner wissen. Dr. Bumblebee Busch, Mastermind Technik-Genie und selbsternannter Alien-Botschafter. Eigentlich Gilda Busch, aber das ist streng geheim. Der kastige Koloss, kastig, kolossig, brotig. Eigentlich ganz das Brot, aber den erkennt ja sowieso keiner. Zusammen sind sie die Unmöglichen. Was für eine irrwitzige Idee. Und ich wurde gegen meinen Willen gezwungen mitzumachen. Wie immer. Tja, kann das gehen. Los geht's. Schroff, pass auf! Flotte! Chili Power! Gegen Laterne. Na? Schön, schön. 3, 2, 1! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück! Oder fahren gegen eine Laterne. Hurra! Warum sind wir eigentlich hier? Wir müssen ein Verbrechen lösen! Was für ein Verbrechen? Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Ich such schon mal Verbrecher. Okay. Der kastige Koloss soll's rausfinden. Eine Wiese, die zum Müßiggang und Ausrutschen in Hundeigitt einlädt. Schön. In Hundeigitt? Na das super. Das macht Hundebesitzer darauf aufmerksam, dass ihre Lieblinge nicht auf den Rasen machen sollen. Für viele Hundebesitzer ist es aber eher ein nicht ernst gemeinter Vorschlag. Tja, das ist wohl leider so. Hui, eine Wiese. Lass uns Fußball spielen. Scherz. Das ist alles voll mit Hundeigitt. Voll mit Hundeigitt. Hier, Kaugummi-Bampf. Was die Wiese für die Hunde ist der Gehweg für die Kaugummi-Kauer. Igitt. Ja. Wenn wir zugreifen, Kaugummi. Mist. Oder auch zutreten. Oh, Kaugummi. Schmeckt fad im Mund, klebt dafür gut am Schuh. Wenigstens das. Mist, aber wir haben Kaugummi bekommen. Und hier haben wir noch eine Elsterfeder. Eine Feder. Eine Feder. Eine Feder. Eine Feder. Eine Feder. Geht, bleibt eine Feder. Eine Feder. Vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, Indianer zu spielen. Vielleicht. Eine Antenne. Die Antenne des Bernd-Mobils. Juhu. Das ist schön. Sockel. Das ist ein Sockel für überteuerte Stadtparkkunst. Jetzt leer. Tja. Das ist ein verrücktes Schaf. Sie nennt sich meine Freundin. Hilfe? Hilfe? Der irre Busch. Mit ihm sprechen? Nur ein bisschen Lack und er ist wieder wie neu. Ja. Wenn man das auch von dir behaupten könnte, Busch. Dr. Bumblebee, wenn ich bitten darf. Dr. Bumblebee. Dr. Bumblebee, Crime Detector 3000. Das ist das Leuchtdings vom verrückten Busch. Ich mag es nicht. Das Leuchtdings. Ein Wegweiser für Gassigier. Rechts geht's zum Herrchenklo und links auf der Wiese das Hundchen. Igitt. So, dann wollen wir mal das Kaugummi. Eine Feder mit klebrigem Ende. Das ist schön, und dann haben wir eine... Durch Kombination entstandenes albernes Werkzeug. Ich nenne dich Kitzelstab. Kitzelstab, wunderbar. Ja. Frage, wie kommt ein Polizist in einen Baum? Antwort, keine Ahnung. Aber das hat bestimmt wieder was mit uns zu tun. Bestimmt. Er wird sehr sauer sein. Das ist ein Baum. Das ist ein Baum. Das ist ein Baum. Oben grün und unten braun. Was denn? Man wird doch noch mal reimen dürfen. Ja. Was an, das ist ein Baum, hast du nicht verstanden? Das ist ein Baum. Okay, er hat gewonnen. Kitzelstab, den mal runterholen hier. Das ist albern. Könnte aber funktionieren. Eben. Kille, kille, kille. Und abwärts. Bravo! Chili-Schaf! Wie total. Sie fast die gesamte Wucht mit ihrem Kopf abgefangen haben. Respekt. Könnte mir jemand das Band aus dem Mund nehmen? Natürlich. Danke. Bitte. Dann können wir ja jetzt gehen. Nicht bevor wir das Verbrechen gelöst haben. Herr Wachtmeister, was ist hier passiert? Eigentlich ist das ein Polizeigeheimnis. Eigentlich. Es kann an dem Sturz auf dem Kopf liegen, aber ich erzähl's mal.
Auf diesem Sockel da unten stand bis gestern noch die Statue des erkälteten und skatspielenden Jacks. Ein Geschenk unserer Partnerstadt Ulan-Graboink in der äußeren Langolei. Ulan-Graboink. Das, wo morgen der große Staatsbesuch des langolischen Präsidenten Djinnis Göm ins Haus steht. Ein Punkt auf dem diplomatischen Protokoll ist die feierliche Bewerfung des erkälteten und skatspielenden Jacks mit Kamilleteebeuteln. Und wenn die Statue bis morgen Mittag nicht wieder da ist, fürchtet unser Bürgermeister um die internationalen Beziehungen und den Jack-Joghurt-Handel. Wie kann so eine schwere Statue einfach so unbemerkt aus dem Stadtpark verschwinden? Ich muss Zeugen suchen. Dabei bin ich so müde. Gute Nacht. Bernie, gute Nacht. Du suchst die Zeugen, ich laufe durch den Park und mach Jack-Grunzlaute, um es anzulocken. Das Jack ist aus Bronze. Gutes Zeugen suchen, Bernd. Ich suche Außerirdische. Jack-Grunzlaute für ein Bronze-Jack. Wollen ein erkältetes Skat-Jack? Ein Ast. Oder Skat-spielendes Jack? Ein Ast. Ein Ast. War vorher an dem Baum. Und daran war ein Polizist. Jetzt nicht mehr. Mist. Mist. Das Gesetz schläft nie. Herr Budimcic, jetzt schon. Budimcic. Ast auf ihn? Nein. Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Oder? Doch, hätte ich versucht. Warum nicht? Emotion, Begeisterung. Schauen wir weiter, was wir hier noch finden können. Bann. So. Und wo soll ich hier einen Zeugen finden? Zum Beispiel den Pantomimen. Ist es eine Statue oder lebt es schon? Vielleicht hat es was Hilfreiches gesehen. Vielleicht. Hallo, Herr Stadtpark-Pantomime. Ein Verbrechen oder sowas Ähnliches wurde begangen. Haben Sie etwas gesehen? Ah. War ja klar. Er will Kleingeld, bevor er was sagt. Ich hasse Kleinkünstler. Tja. Ein netter Vertreter mobiler städtischer Sanitäranlagen. Schön. Plätscher, plätscher. Da liegt was im Brunnen. Da liegt was im Brunnen. Die Schrecken der christlichen Seefahrt. Skulptur gestiftet von Kapitän A.D. Hans Hassewasser. Aber ich kann da nichts rausholen. Das geht. Das geht nicht, Punkt. Ob ich mir diesen Mülleimer genauer ansehen will? Ja. Nein. Sicher nicht. Warum nicht? Wenn ich mich da draufsetze, kommt wieder dieses nervige Schaf und will mich motivieren, den Fall zu lösen. Ja, so kann das gehen. Aber wir haben ja eine Kinderschaufel. Eine Kinderschaufel. Es bleibt eine Kinderschaufel. Okay. Eine Kinderschaufel. Mit der sich viele Kleinkinder eins über die Rübe gezogen haben. Wahrscheinlich. Vielleicht kann ich sie auch mal gebrauchen. Bestimmt. Noch eine Laterne. Sie macht auch Licht im Dunkel. Zwillinge? Eine Laterne. Sie macht Licht im Dunkel. Toll. Zis. So. Dass es das noch gibt. Glitzert da nicht was im Münzschlitz? Da glitzert was im Münzschlitz. Ist das nicht schön? Das wäre zu einfach, oder? Nee. Hey, es ist zu einfach. Nein, Chili. Cool, Kleingeld. Lieber Wunschbrunnen, ich wünsche mir einen Grundsophon. Dann kann ich das Jack besser anlocken. No. Schaf, was tust du da? Erstens, das Jack ist aus Bronze. Und zweitens ist das kein Wunschbrunnen. Oh. Jetzt schon! Yippie! Ein Grundsophon. Au, au, au. Oh, okay. Schade! Das lockt nur Wikinger an. Muss ich halt weiterrufen. Mist. Wie kriege ich jetzt die Münze aus dem Brunnen wieder raus? Das ist die Frage. Und diese Frage werden wir hoffentlich in der nächsten Folge beantworten. Ich bin mitten in der Nacht verkleidet auf einem Spielplatz. Auf dem Spielplatz. Also, beim nächsten Mal wieder, bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Bernd, das Brot und die Unmöglichen. Bis denn. Tschüss.